So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Wonders letztes Mal haben wir die Spezialwelt theoretisch beendet. So viele Aufsteller gekauft wie möglich. Aber noch nicht vollständig. Wir uns fehlen jetzt noch 16 mal 30 lila Münzen. Welt 6 haben wir auch beendet. Und sind in die letzte Welt von Bowser gegangen. Da schauen wir jetzt mal, wie viele lila Münzen wir noch so zusammenbekommen. Na? Und uns fehlen ja noch ganz viele Abzeichen. Also ich weiß noch nicht, wo die herkommen sollen. Aber das werden wir hoffentlich noch lernen. Okay, ich kann auf die drauf. Ja, alles klar. Hey, wir haben schon eine lila Münze mehr. Da ist die erste Zehner. Ja, es ist jetzt halt wirklich die Frage, wie farmt man am blödsten lila Münzen, ne? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es irgendwas gab, wo man schnell lila Münzen herbekommt. Aber vielleicht fällt uns wieder was ein. Und ich weiß vor allem nicht, ob wenn man jetzt... Bruder. Ob wenn man jetzt, Nein. Nein! Ich habe eine verpasst. Ich krieg doch schon wieder die Krise. Ah, dann weiß ich auch wo. Oh, Bruder. Ganz viel lila Kram. Fühl ich. Das war nicht so gut. Die hätte ich wahrscheinlich mitnehmen müssen. Okay. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob die Zehnermünzen, die man schon mal eingesammelt hat, ob die wieder als Zehnermünzen gelten, ne? Ich muss da hoch. Auf jeden Fall muss ich da hoch. Das sehe ich doch jetzt schon. Nice. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir das auch geschafft? Bruder. Ah, ich wollte schon sagen. Selbst mit Drehsprung wäre ich dann nicht hochgekommen. So. Okay. Wunderbar. Haben wir das schon mal. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. So. Wahahaha. Wie hat euch die Gastfreundschaft meiner Armee gefallen? Und das war nur der Anfang. Bei der nächsten Vorstellung wird es so richtig kribbeln, ihr werdet geradezu schockiert sein. Aber genug davor, dann macht euch bereit für ein wahres Blitzlichtgewitter. Das Funkeln im Dunkeln. Ja, alles klar. Das ist jetzt wahrscheinlich dann das Level, wo die Blitze so, ne, vorgezagt werden. Ja, ja. Na, ich freue mich. Ah, nee, stopp, ich muss... Ja, ich muss die zweite lila Münze noch holen. Aber machen wir gleich. Ich denke noch dran, ich vergesse es nicht. Ach du Scheiße. Mir scheint aber, die Blase bleibt hier sehr effektiv. Ja,
Ja, die kriege ich auch weiterhin. Da ist die lila Münze. Okay. Da ist die nächste lila Münze. Gut. Wie stressig das alles wäre, wenn man nicht diesen Drehsprung hätte, ne? Zum Glück haben wir ihn, ey. Ich kann es mir immer wieder sagen. Wobei, mit der Blase wäre es auch gut gegangen. Ja, mit der Blase wäre es auch gut gegangen. Das Level ist übrigens ganz cool, muss ich sagen. Das ganz schön gemacht. Okay. Irgendwas sagt mir, ich will da hoch. Ja, ja, ja. Oh, wait, hier geht's weiter? Okay, Moment, Moment. Dann will ich da nochmal runter. Hä? Oh Leute, jetzt wird's ungünstig. Ist das jetzt hier ein Bonus? Oder was? Oh no. Ah, wir können noch mal rein. Ja. Ja, wir... Ja. Aber da oben war eine Fahne, deswegen dachte ich, das ist... Ah, ja. Okay. Okay, noch mal durch. So, dann gehen wir jetzt aber erst noch mal in das erste Level und holen uns die zweite Münze. Dann lernen wir dabei nämlich auch... Ach nee, Bowser. Nein, ich will keine Pause. Ja. Zielzugkugel will ich. Ja, nee, interessiert mich gerade noch gar nicht. Muss ich gestehen. Interessiert mich gerade noch gar nicht, Bowser. Mich interessiert hier gerade die zweite Münze. Und mich interessiert, ob ich jetzt bei der ersten Münze... nochmal 10 bekomme. Weil dann können wir relativ einfach das Ganze farmen. Ne? Dann ist es ja gar kein Thema. Aber das müssen wir halt rauskriegen. Oh, lol. So, wo war denn die erste Mütze? Irgendwo da oben, ne? Ja, da war sie nicht. Das war alles nicht so smart gerade von mir. Nice. Schön viele lila Münzen mitnehmen. Hat das nochmal als 10 gegolten? Ich habe nicht hingeguckt. Ich wollte es rausfinden, aber ich habe nicht hingeguckt. Ey, es ist doch... Es ist doch zum Mäusemelken hier wieder. So, und jetzt wissen wir... Wir dürfen nicht da hochgehen.
Wenn ich verlasse, bleibt es gespeichert? Nein. Mist. Das heißt, ich muss trotzdem beenden, sonst bleibt die Münze nicht gespeichert, na? Ich muss sie zwar nicht mehr einsammeln in diesem Durchlauf, aber ich muss das Level trotzdem beenden. Gut, dann kann ich jetzt nochmal hochgucken, ob jetzt diese Münze gespeichert wird. Also, ob sie nochmal 10 gibt, wollte ich sagen. Und hier nochmal die Münzen holen. So, also pass auf. Jetzt haben wir... So, jetzt haben wir 83. Wenn ich gleich 93 habe? Nee, ja, scheiße. Ah, ich kann die nur einmal einsammeln. Oh, no. Nur einmal einsammeln und wenn die schon sind. Och nee. Wozu zeigt sie dann überhaupt nochmal an? Also dann sind die ja komplett nutzlos, wenn es die nochmal anzeigt. Oh, kein Fan. Oh, da bin ich ja gar kein Fan von. Ja, doch, sie hat... Also irgendwie ist sie hochgegangen, aber ich glaube, als eine Münze zählt die jetzt nur noch, ne? Oi, oi, oi. Ja, das gibt wieder ein paar Münzen. Ach, ich weiß ja nicht. Ach, ich weiß ja nicht. So. Aber jetzt haben wir jedenfalls die zweite auch nochmal mitgenommen. Ich muss nochmal irgendwie rausfinden. Es gab bestimmt ein gutes Level, wo man gut mit lila Münzen farmen kann. Aber ich weiß es halt nicht mehr. Das weiß ich halt leider nicht mehr, das ist das Problem. Okay. So. Damit haben wir das. Hier fehlen jetzt ja auch noch ein paar. Vor allem fehlt hier der Wundersamen. Also die Wunderblume. Jetzt können wir nochmal gleich gucken, weil wir jetzt gleich wieder die Dinge einsammeln, die wir schon haben, ne? Da unten war die eine. Also 97. Okay, sie zählt als 3. Also sie zählt ein bisschen mehr, aber nicht mehr so viel wie eine. Einzelne. Aber das heißt auf jeden Fall, wir nehmen sie mit. 103 dann jetzt, ne? Ja. Ja, okay, sie zählen als 3. Das ist besser, als wenn sie nur als eine zählen würde. Aber schlechter, als wenn sie als 13, als 10 zählen würde.
Offensichtlich, ne? Offensichtlich ist das so. Das war nicht so smart. Aber guck mal, das hier sieht halt voll wie der normale Weg aus. Wer rechnet denn damit, dass das dann hier... Ich hasse alles. Okay, warte mal, da kommen wir wieder hoch. Ach so, nee. Ja, muss ich schon. Ja, okay. Da muss ich schon komplett rum. Und nochmal, aber es ist okay. Es gibt Schlimmeres. So, was geht jetzt ab? Okay, ich bin jetzt magnetisch, oder was? Also ich bin jetzt unverwundbar, ne? Also es passiert nichts Gefährliches mehr. Ich kann hier einfach durchlaufen. Interessant. Und ich bin zusätzlich magnetisch gewesen. Ja. Das war doch interessant. Warum nicht? Hat auf jeden Fall nochmal schön lila Münzen gebracht. Und das ist ja alles, was zählt aktuell. Sehr schön. Okay. Bye bye. Gut, nächstes Level. Zielsuchkugel Willis auf Kollisionskurs. Das klingt alles nicht so angenehm. Ah, okay, die... Ah, okay. Ah, die sterben nicht mal, sondern die kommen dann wieder. Interesting. Kann ich die killen? Ja, das kann ich schon. Ist hier irgendwas? Nein? Sicher? Ich bin da nicht so sicher. Okay, da ist wirklich nichts. Aha. Aber wenn es so abschnittsweise ist, stelle ich mir das sogar ganz cool vor, das Level. Ah ja, Elefant verstehe ich. Weil der Elefant kann die schön wegkicken. Ja. Oh Bruder. Geht es ganz unter? Nein, okay. Oh, das geht sogar wieder hoch. Aber da oben ist nichts mehr, ne? Nein. Okay. Ja, ich sehe das. Ich war in die falsche Richtung, habe in die falsche Richtung geguckt. Okay, ich konnte in keine Röhre rein. Wir haben noch keine lila Münze gefunden. Das beunruhigt mich ein wenig.
das wirklich? Ist das okay, dass wir noch keine lila Münze haben? Ich hoffe, es ist okay. So, da ist wieder mein Elefantikus. Da komme ich auch nicht rein. Immer noch keine lila Münze. Da ist eine. Okay, jetzt werden wir gleich herausfinden, ob es die erste ist. Ja, okay. Oh, dann ist ja alles gut. Dann sagt ja keiner was. Das war nicht so smart. Kannst einen Abflug machen. Die hat da oben irgendwas aufgemacht. Ja. Das habe ich doch gesehen. Sehr schön. Ich war nicht mehr sicher, ob da irgendwo Boden ist, aber da war Boden. Gut, soweit haben wir alles. Auch nichts verpasst. Sehr schön. Jetzt kriegen wir wieder einen Elefanten. Genau. Oh, jetzt werden sie größer. Oh, warte mal. Aber hier geht's hoch. Nee, doch nicht. Okay. Ja, jetzt werden sie größer. Ich weiß nicht, ob ich sie immer noch kaputt machen kann. Ja, doch. Okay. Es hat sich effektiv nichts geändert. Ah! Nice. Wir haben alles. Wir müssen nur noch den Dings bekommen. Den werden wir automatisch bekommen, weil der sicherlich zum Level dazugehört. Ah, okay. Dann wird er wohl da unten sein, der Samen. Ja. Jawohl, da ist er. Let's go. Okay, wir fahren wieder Schiff. Das kennen wir ja schon. Aber diesmal ohne Blitze. Schön. Oh, mein Schiff geht kaputt. Ah, das wird aber wieder repariert. Okay. Das wird wieder repariert. Alles gut. Was machen wir jetzt? Jetzt geht's bergab, oder was? Das war knapp. Okay, da haben wir's. Let's go. Wenn ich jetzt nicht noch viel Quatsch mache oder nicht viel passiert, dann ist das Level ein First Try. Was ja mal ganz abwechslungsreich und schön wäre. Okay, da oben geht's nicht weiter. Ja. First try. Nice. Sehr schön. Nur mein Problem ist, ich sehe halt schon noch eine Galeere kommen. Da kommt noch eine Galeere. Hundertprozentig. Naja, hundertprozentig nicht. 90%ig. Hundertprozentig würde heißen, ich weiß es. Das tue ich nicht. Ich bin schon etwas beeindruckt, dass ihr es bisher geschafft habt. Beeindruckt und froh, denn meine Show-Highlights kommen jetzt Schlag auf Schlag.
Das meine ich ganz wörtlich. Macht euch bereit für die umwerfendste Show, die jemals erdacht wurde. Festival der Fäuste. Uhahaha. Ja, jetzt kommt noch ein normales Level. Und dann kommt ziemlich sicher hier noch da. Da kommt eine Galeere. 99%ig, sage ich jetzt mal. Aber jetzt erstmal das Festival der Fäuste. Ich glaube, da bin ich mit dem Elefanten gar nicht so verkehrt. unterwegs. Oh Gott, was ist denn das da über mir? Ja, jetzt muss ich hoch. Ja. Okay, ich kann mit denen nichts anfangen. Muss einfach ausweichen. Okay. Ah, ich treib die an mit Sprüngen. Ich verstehe. Okay, da wollen wir hin. Ja, das war nicht so gut jetzt. Ja, das war auch nicht so gut, aber ich habe sie mitgenommen. Aber die holen wir uns natürlich nochmal. Wir müssen jetzt so viele lila Münzen mitnehmen. Na? Also ich darf jetzt keine lila Münzen mehr auslassen. Wir brauchen noch ganz, ganz viele. Ja, natürlich bin ich wieder vor dem Checkpoint gestorben. Warum auch nicht? Aua. Okay. Gut, so viele Fäuste sind hier gar nicht mehr aktuell. Finde ich gar nicht so schlimm. Da kommen wieder ein paar. Nice. Nummer 10. Ne, Nummer 10 wahrscheinlich. Okay. Hier oben ist nichts. Ja gut, dann geht's in die Röhre. Bisher läuft alles richtig. Bisher kann ich auch nichts verpasst haben eigentlich, ne? Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich die... Ja. Okay, was passiert jetzt? Jetzt kommen die Fäuste. Okay, in die Richtung ist nichts. Ich wollte mal gucken, hätte das sein können. Cool.
Nein! Bleib hier. Komm, es geht los. Ah, ich wollte die... Ja. Oh mein Gott, die Rettung mit dem Ding da unten. Alter. Ich war gerade so, ne? Hat man, glaube ich, gemerkt. Okay, wir haben alles. Ich muss nicht mehr suchen. Willkommen nochmal. Gut, lila Münzen hier. Sehr schön. Nice. Sehr geil. Sehr schönes Level. Let's go. Haben wir alles. Sehr gut. Vollständig abgeschlossen, wieder First Try. Und jetzt zeig mir die Galeere. Jetzt zeig mir die Galeere, Bowser. Du willst es doch, ich weiß es doch. Ich weiß doch, dass du mir die Galeere ins Gesicht drücken willst. Alle Wundersamen auf den Blüteninseln. 100 Blumenmünzen. Ja, nice. Die nehme ich gerne mit. Sehr gut. Danke, danke. Alle Wundersamen. Eine Medaille. Jetzt hast du schon eine. Was für eine Medaille denn? Alle 10er Blumenmünzen. Es kommt keine Galeere mehr. Und das finale Level hat keine 10er Münzen. Jetzt hast du schon 2 Medaillen. Du hast bei jedem Zielpfahl die... Es kommt kein Zielpfahl mehr. Jetzt hast du schon 3 Medaillen. Okay. Aber wo kommen denn jetzt die Dinger alle her noch? Was ist mit denen da? Was ist das hier? Das kann doch nicht jetzt alles im Finale noch kommen. Hä? Das Festival der Fäuste habt ihr alles überstanden. Ich bin beeindruckt. Freut euch nicht zu früh, das war schließlich nur der Auftakt. Die wundervollen Beats des Hauptevents werden auf der ganzen Welt ertönen. Nein, im ganzen Universum. Niemand kann sie ihnen widersetzen. Nickende Köpfe, tappende Füße, alle werden förmlich gefesselt sein. Nun ist es dann Zeit für das epische Wunder, das ich vorbereitet habe. Applaus, denn jetzt kommt Bowsers Finale. Uhahaha. Das gesamte Publikum begibt sich nun zur Hauptbühne. Das heißt aber, es kommt keine 10er-Münze mehr. Ja, Leute, wir müssen erst die Aufsteller. Ich will die weghaben. Also wir hätten jetzt in dem Part sowieso kein Finale gemacht. Das ist euch hoffentlich klar, ne? Wir gucken jetzt mal noch, dass wir schnell ein Level finden, mit dem man gut lila Münzen farmen kann. Das ist jetzt noch sehr wichtig. Aber was sind denn jetzt die Medaillen, die ich da bekommen habe? Ich bin ja immer irritierter hier. Und das Ding ist ja aber auch, selbst wenn es hier irgendwo einen Secret Exit gibt, dann hätten ja die Level keinen, na, dann hätte ja, also zum Beispiel dieses Level, das ist ja das letzte, dann hätte das ja nicht einen grünen Haken. Das Level selbst hat ja einen grünen Haken. Das Einzige, was halt keinen grünen Haken hat, ist der Aufstellerladen, aber der hatte noch nie einen grünen Haken. Aber ich bin total irritiert, ob diese Welt einen Haken bekommt oder nicht. Das irritiert mich echt böse, ne?
So, ja, jetzt kaufen wir erstmal halt weiter. Ich könnte ja auch wieder Gamba machen und 10 Münzen immer einsetzen und hoffen. Nein, natürlich nicht. Dafür haben wir jetzt viel zu viele, als dass ich da jetzt auf Zufall, ne, noch gehe. Das machen wir nicht mehr. Sehr gut. So, ja, das war's jetzt an der Stelle. Es fehlen noch... Nee. 6 Stück, 180 Münzen. Naja, gut. Pass auf. Welche Level waren denn lila Coin-lastig? Wisst ihr das noch? Könnt ihr mir das sagen? Schwierig jetzt, ne? Wenn man nicht miteinander reden kann. Gab es in dem Level viele lila Münzen? Ich weiß, welches Level das war. Das war das mit dem, ne, mit dem Weg, den man ablaufen musste. Aber gab es da viele lila Münzen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, pass auf. Wir gehen mal in die erste Welt. Ah, übrigens, die Blüteninseln zählen, das zählt hier dazu. Deswegen, ja, okay. Aber guck mal, die der Laden zum Beispiel, die haben alle so einen Haken, ne? Und die Blüteninseln haben natürlich noch keinen Haken, weil das Bowser-Level noch fehlt, das ist schon klar. Aber wo kriege ich denn jetzt schnell Münzen her? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo ich viele Münzen her bekomme. Weiß es wirklich nicht. Ja, wir gehen mal ins erste Level. Wir gehen mal ins erste Level mit dem Anstecker, mit dem Magnetanstecker. So. Und dann gucken wir mal, wie viel ich da so holen kann. Also jetzt haben wir 14. Pflanzen haben ja immer schön lila Münzen gegeben. Ah, ja. Achso, ich kann gerade den Drehsprung nicht machen, logischerweise. Wenn ich ein Dings nochmal einsammle, sehe ich auch gerade. Lol. Wenn ich ein Dings nochmal einsammle, dann. Dann... Mein Gott, red halt, Kerl. Dann krieg ich auch eins, wenn ich ein Item nochmal einsammle, das wollte ich sagen. Yeah.
Ah ja, wie viel habe ich eingesammelt? Nicht so viel, na? Ich glaube 20 oder so. Gehen wir halt die Level einfach nochmal so ein bisschen durch. Nice, da war schon wieder die erste dabei. Irgendwo ging es hier nach hinten, ne? Ja. Ich glaube, da war die erste Dingsmünze. Genau. Gibt ja auch immerhin 3 Stück. Aber so richtig krass ist das jetzt hier auch nicht, ne? Ah, da ist schon die Dings. Aber wenn ich noch wüsste, zum Beispiel, welche Wunderblume ganz viele lila Münzen in ihrem Weg hatte. Die gibt aber schon ganz gut auch, ne? Ja. Oh, scheiße. Wonderful! Hier war dieser interessante Secret Exit, ich erinnere mich. Ja, aber es waren auch nur um die 20er, also es war jetzt auch nicht der Rede wert. Gab's irgendein Level, wo man richtig viele bekommen hat? Ich weiß es nicht mehr. Wir spielen einfach ein bisschen weiter. Bisher glaube ich keine einzige bekommen, ne? Das war nicht so smart. Schade. Da waren nur Münzen dabei. Ja, immerhin. Immerhin 3 Münzen nochmal mitgenommen. Ja, die konnte man ja so schieben. Ja, da war immerhin eine wieder dabei. Nice. Noch eine. So, gab's hier denn? Oh. Ja, da gab's wieder die kleinen.
Aber nicht so viele, na. Ja, die haben ein paar dabei. Die haben ein paar dabei. Ja, also umsonst ist kein Level. Oh, nice. Guck mal. Einfach so ein Teil gefunden. Ah, noch eine mehr. Ist immerhin eine mehr. Aber es ist halt... Na? So, das Gelbe vom Ei ist es noch nicht. Welches Level hat viele lila Münzen? Weiß es nicht. Was hat die Verschnaufpause so an lila Münzen gehabt? Eins, zwei, drei. Oh, Scheiße. Drei Stück. Ach, nee, fühle ich jetzt nicht so. Fühle ich jetzt nicht so. Kann ich Leben verkaufen und dafür Münzen bekommen? Ah, das wär's. Alles nicht so cool. Es sind halt alles so normale Level. Die haben nicht so viel gegeben, na. Ich meine, jedes Level gibt mindestens 10. So, ne? Das ist ja auch klar. Also mindestens 9. Mindestens 9. Ich meinte halt die drei 10er Münzen. Aber das hat jetzt auch nicht viel mehr gehabt. Oh, Bruder. Ja, das hat jetzt auch nicht so viel mehr gehabt. Aber es geht recht schnell. Wie viel haben wir gesagt, brauchen wir 180, richtig? Jetzt haben wir wie viel? Was ist das für eine Zahl? 85, noch 100 Stück. Ja, im Prinzip einfach das erste Level paar Mal spielen, oder? Ich glaube, das geht am schnellsten. Oder was meint ihr? Das sind alles normale Level, die haben nicht jetzt wahnsinnig viel krasses Zeug mitgegeben. Ich weiß es nicht. So, ich bin hier.
1. RIP. Eins, vier, fünf, acht, neun, zehn, 13. Ja, komm, spielen wir das. Spielen wir das 10-mal. Das geht am schnellsten, glaube ich. Spielen wir das 10-mal. Wer es nicht sehen will, spult einfach vor. Aber ich glaube, das ist wirklich die schnellste... Ich glaube, das ist wirklich die schnellste Methode. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es der Speed-Anstecker ist. Also ich meine, schneller wird's nicht mehr. Ich glaube, das ist das Schnellste, was wir finden können. Kann ich das irgendwie vor Dingsen? Nee, na. Nee, ich kann da nicht vorspulen. Also im Spiel meine ich jetzt. Ja, wurscht. Gut. Wir nähern uns der Sache. Was mir jetzt nur Sorge macht, ist, wenn ich den Part dann bei einer Stunde oder so beende. Und dann ist das finale Level im nächsten Part so 10 Minuten lang. Ich glaub's zwar nicht, ich glaube schon, dass das Bowser-Level nochmal ein bisschen beanspruchen wird. Ah gut, dann kommen ja Credits. Und Credits sind ja auch nochmal normalerweise relativ lang. Nein, ich denke, wir werden schon einen relativ gewöhnlich langen Part nochmal, nochmal bekommen. Ah doch, ich denke schon. Ich glaube, meine Sorge ist unbegründet. Ich denke schon wieder viel zu optimistisch. So, noch 5-mal. Nee, oder? 4-mal? 4-mal könnte reichen. 4-mal könnte reichen. Wenn ich nichts verpeile, könnte 4-mal reichen. 137 bis 180 müssen wir kommen. 43, ja doch, 4-mal reicht. Noch 3. Thank you. Thank you. You're welcome. An der Stelle. So. Oh!
Ja, so wird's natürlich nix. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Geht es schneller? Also ich verliere ja nicht, na? Wenn ich jetzt mich umbringe, habe ich ja immer noch 163, richtig? Oh. Ah, dann starte ich hier. Nein, habe ich nicht. Ich habe 158. Ja, okay, never mind. Die ich einsammle, werden nicht gespeichert. Okay, nein, dann... Dann war es ein sinnloser Versuch. Eine sinnlose Idee. War dumm. War dumm. Ist okay. Noch zwei. So, let's go. Noch eins. Wir haben es gleich. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Was tut man nicht alles für einen 100%-Dings bei Nintendo, ne? Es ist... Es ist halt Nintendo. Aber man muss auch sagen, so viel grinden musste man nicht mal. Und ich habe einige lila Münzen liegen lassen im Spiel, weil mir nicht bewusst war, wie knapp das am Ende wird, dass man die braucht. Warte, wir haben schon 180. Ich kann nicht zählen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als nötig. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wo die alle hergekommen sind, oder ich habe nicht richtig gezählt. Ist ja egal. Gut, dann haben wir es. Wir haben's, wir können den Rest kaufen. Let's go. Und das Schöne ist, das war natürlich pure Absicht, wir sind direkt beim Warp in die Superwelt. Spezialwelt, würde ich sagen. Als hätte man den perfekten Abschnitt erwischt, ne? So ein Ding ist das. So, jetzt muss es doch reichen. Oder habe ich mich hier verrechnet? Ich hoffe nicht. Also, nicht bei den Zehnern versehentlich einkaufen. Dann kriege ich einen Kasper. So. Nur noch lila. Nur noch lila. Noch drei. Noch zwei. Und der letzte. Wir haben 144 Anstecker. Sensationell. Oh, da ist der grüne Haken. Ist das jetzt auch der grüne Haken in der Spezialwelt? Yay, vier Medaillen. Nein, aber der Aufstellerladen hat jetzt auch einen grünen Haken. Aber guck mal, die Spezialwelt hat noch keinen grünen Haken. Es irritiert mich nach wie vor. Aber ich habe kein Anzeichen, wo ich noch was tun könnte. Nichts in der Spezialwelt hat irgendein Anzeichen, wo ich noch was tun könnte. Nichts. Ich kann es nicht sagen. Okay. Egal. Nächstes Mal Bowser-Finale. Und dann gucken wir, was noch auftaucht. Theoretisch fehlen noch eine ganze Menge Anstecker. Wo auch immer die herkommen sollen. Ich weiß es nicht. Theoretisch fehlt da noch eine ganze Menge. Und die Spezialwelt ist aus irgendeinem Grund nicht abgehakt. Auch das kann ich noch nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht taucht danach Bowser noch was auf. Das werden wir im nächsten Mal rausfinden.
Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.